Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Einer neuen Bücherwoche mit zwei Bücherwochen insgesamt. Was den Grund hatte, weil ich an dem Wochenende dazwischen sozusagen in Berlin unterwegs war und ich da auf jeden Fall ein bisschen was berichten werde. Und dann schon wusste, dass ich vorher, nachher ein bisschen weniger irgendwie zum Lesen komme und dementsprechend auch an dem Wochenende gefühlt nichts gelesen habe. Also ein bisschen Hörbuch auf der Autoreise, aber da bin ich auch eher der Musikhörer. Deswegen habe ich jetzt beide Wochen zusammengefasst. Ich habe insgesamt 5 Bücher gelesen, nein, 6 Bücher, wobei allerdings auch eins, glaube ich, abgebrochen war. Richtig, genau, so muss man es erzählen. Und ja, wir haben jetzt die letzten Augustwochen und dann eben auch schon die erste September halbe Woche. Also das heißt, wir haben sozusagen den Monatsabschluss August und das erste Buch auch im September. Bevor ich mit den Büchern aber beginne und ja, welche Bücher ja im Grunde so in Kurzfassung gelesen wurden, möchte ich auf euch eine Veranstaltung aufmerksam machen, die jetzt am Samstag, den 24. September in Bochum stattfindet. Und zwar ist es Literatur der Nacht. Tobias Kluckert liest nämlich aus Der Nebel von Stephen King. Und wir wurden ja ganz lieb als Kingsiana angeschrieben, ob wir nicht Lust hätten, vorbeizukommen und so weiter. Leider ist Bochum relativ weit von mir entfernt und auch das Wochenende ist nicht ganz passend, weil da zwei Familienereignisse sind, wo ich einfach nicht fehlen kann und schon gar nicht irgendwie über Nacht fehlen könnte. Und ich wollte euch aber darauf aufmerksam machen, vielleicht seid ihr ja irgendwo in der Umgebung von Bochum und habt Lust, dass euch Tobias Kluckert im Grunde etwas aus Stephen King vorliest. Man kennt Tobias Kluckert aus Hörbüchern. Natürlich, er ist aber auch die deutsche Stimme von Bradley Cooper, auch den ein oder anderen Film von Tom Hardy hat er übersetzt und auch den früheren Joaquin Phoenix hat er seine Stimme gegeben. Und ja, ich glaube, Tobias Kluckert ist definitiv auch bei den Hörbuchhörern auf jeden Fall ein Begriff. Ich packe euch den Link zur Veranstaltung mal unten in die Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass es so weit weg ist und an einem Wochenende ist, was halt einfach nicht so ganz passt. Aber vielleicht passt es ja für euch, wenn ihr an dem Wochenende, an dem Samstag Zeit habt und irgendwo in der Nähe von Bochum seid. Und entschuldigt bitte, solltet ihr hier das ja irgendwie klopfen hören. Ja, manchmal hat man so Handwerker, da geht es einfach nicht anders. Kommen wir nun zu den 6 Büchern. Und nach den Büchern werde ich auch über die ersten beiden Folgen von House of the Dragon sprechen und auch über die ersten beiden Folgen von Ringe der Macht. Das heißt, wir haben ganz, ganz, ganz viel vor. Und ich möchte auch kurz über das Konzert sprechen, was ich in Berlin besucht habe. Und das Zeitstempel, wie immer, unten in der Infobox. Alle Bücher packe ich ebenfalls unten rein. Wenn ihr euch da irgendwie noch Informationen suchen wollt, schaut da gerne vorbei. So, nun aber zur Kurzfassung. Begonnen hat die Woche sozusagen mit Stranger Things, das offizielle Begleitbuch von Gina McIntyre. Ein Buch, was von der Aufmachung einfach nur großartig ist. Dann ging es weiter mit Die Welt mit deinen Augen von Julia Engelmann. Wir haben hier Gedichte von der Autorin und die habe ich gelesen. Dann war mir nach Reisen zumute Long Way Down von Ewan McGregor und Charlie Bowman. Ein Buch mit dem Motorrad von Nord nach Süd. Dann wurde gelesen Bevor der Kaffee kalt wird von Toshikazu Kawaguchi. Wir sind mal wieder in Japan unterwegs und haben hier 4 Kurzgeschichten zu dem Thema in die Vergangenheit reisen. Abgebrochen habe ich Vertrauen und Verrat von Erin Beatty. Das habe ich als Hörbuch angefangen, habe es aber abgebrochen. Und das letzte Buch war dann ebenfalls ein Hörbuch, was ich in 4 Tagen weggesuchtet habe. Und das ist Aurora erleuchtet, der dritte Band von Amy Kaufman und Jay Kristoff. Und zu allen anderen Büchern habe ich wieder die Videoclips vorbereitet, bis auf zu Aurora erwacht. Nein, erleuchtet, da werden wir uns dann jetzt gleich sozusagen live wiedersehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Büchern. Alle Infos mit den Zeitstempeln findet ihr in der Infobox. Das erste Buch der Bücherwoche ist kein klassisches Buch. Nein, es ist viel, viel, viel cooler. Es ist Stranger Things, das offizielle Begleitbuch. Und es ist in einer grandiosen Aufmachung. Und ich glaube, dass diese es auch jetzt dazu gebracht hat, dass das für mich ein absolutes Highlight-Buch ist. Ich bin ein großer, großer Fan der Serie. Ich fand Staffel 2 und 3 hat ein bisschen geschwächelt, besonders die dritte. Da gab es so einige Handlungsstränge, die mir nicht gefallen hat. Staffel 4 hat mich wieder mega überzeugt.
Aber es soll ja gar nicht um die Serie gehen, sondern um das Buch. Ja, das Buch ist 2018 erschienen, umfasst so ein bisschen die Themen Staffel 1 und 2, Entstehungsgeschichte und ist jetzt im Grunde reduziert. Das heißt, das Buch hat ursprünglich, glaube ich, mal 30 Euro gekostet, was es auch absolut wert wäre. Und aktuell habe ich es bei mir in der Thalia für 7,99 gefunden. Und das ist wirklich nur ein Schnäppchen. Also wenn ihr länger schon überlegt habt, ob ihr euch dieses Buch zulegt, spätestens jetzt greift dazu. Das Buch ist grandios aufgemacht, da möchte ich euch auf jeden Fall dann noch so eine kleine Innenansicht zeigen. Also es hat wirklich diesen Schutzumschlag, diese Folie ist drumherum gemacht. Es gibt hier vorne einen Aufkleber, also es ist richtig Hammer. Ich meine, den Netflix-Aufkleber könnte ich mal rausnehmen. Auch hinten, es sieht total gebraucht aus. Es hat Notizen, die drin enthalten sind, also zum Beispiel auch hier hinten. Ich glaube, ich kann euch das am besten am Boden einfach mal zeigen. Es ist einfach nur wahnsinnig geil gemacht. Das muss man wirklich sagen. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Hier müssen wir zusammen basteln. Nicht nur optisch und in der Hülle überzeugt ist, sondern eben auch, was drin steckt. Und das ist richtig, richtig toll. Wir erfahren was zur Entstehungsgeschichte, zur Ideensammlung, wie die Duffer-Brüder darauf gekommen sind, wo sie ihre Inspiration hergenommen haben, woran sich auch ihre Charaktere im Grunde erkennen lassen, inspirieren lassen, was sie Großes, Ganzes geschaffen haben, wie sie ja wirklich sich auch von verschiedensten Büchern und Geschichten und auch Filmen der 80er Jahre haben inspirieren lassen, was sie daraus mitgenommen haben, welche Effekte sie daraus gewonnen haben, was sie aber auch einfach neu jetzt umsetzen können, wo sie eben bei verschiedensten Filmen dachten, ach hier, da wäre das und das jetzt eine coole Filmtechnik, Schauspieltechnik. Wir erfahren sehr viel zum Cast, zu den einzelnen Charakteren, wie auch die Entwicklung der Charaktere war. Also, dass man durchaus den einen oder anderen Charakter ein bisschen anders eigentlich wollte und dann merkte, ach, eigentlich funktioniert er, wenn man ihn anders stricken, doch noch ein bisschen anders. Und das wirklich in Hülle und Fülle an Informationen in diesem Buch. Es geht um Hawkins, um das Phänomen, um die Monster, dass es noch stranger wird. Hier wird natürlich auch ein bisschen Staffel 3 angeteasert. Also hier zum Beispiel auch ein nur gut oder Zustand gut. Also es ist wirklich geil gemacht. Und ich fand es mega spannend. Also man liest natürlich heutzutage viel mehr im Internet zu Serien, Filmen, die man toll findet. Früher hat man ja wirklich sehr oft auf das Buch zum Film gewartet. Ich habe da so einige in meiner Vergangenheit gelesen und ich fand es toll, hier auch einzutauchen und ganz viele Informationen zu bekommen. Nicht alles war neu, nicht alles war, was ich nicht schon wusste, aber es waren eben durchaus Dinge drin, die ich noch nicht wusste und die einfach Spaß gemacht haben, sie zu erfahren. Also es ist wirklich richtig, richtig toll mit ganz vielen Bildern. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel herausnehmen. Also auch wirklich mit so Akten, zu Charakteren, zu ihren Schauspielern. Wir haben eine Karte drin, die in Staffel 2 relevant war. Richtig, richtig toll, auch wie die Inspiration Musik und Film. Es gibt hier zum Beispiel auch eine ganz coole Liste von Songs, die eben in Staffel 1 und 2 verwendet wurden. Die werde ich jetzt auf Anhieb wahrscheinlich nicht finden. Und das sieht eben so aus, als könnte man direkt das Album bestellen. Und ich glaube, mit einer der coolsten Szenen war ja, als Winona Ryder hier im Grunde über die Lichterketten mit ihrem Sohn im Grunde kommuniziert hat. Also richtig toll. Es gibt auch einen Teil, der steht dann Kopf. Da muss man das Buch dann sozusagen umdrehen. Da sind wir dann eben in der Unterwelt. Also ich bin so, so, so begeistert, nicht nur über die Infos, sondern auch wirklich über die Aufmachung. Und ich muss wirklich sagen, wenn ein Hardcover 30 Euro wert ist, dann ist es wohl dieses Buch, also auch allein dieses Gerispel. Ich habe dann den Schutzumschlag einfach abgenommen gehabt, weil es das auch irgendwann aufgeregt hat. Aber selbst so sieht es halt aus wie ein Notizbuch. Also es ist total mega cool gemacht. Also ich bin da wirklich begeistert. Und wenn man sich denkt, es gibt so viele Bücher, die so teuer sind, die aber irgendwie gar keinen Mehrwert bieten. Und hier hinten haben wir zum Beispiel auch nochmal eine Karte von Hawking so drin. Also das ist, also da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben, Gedanken gemacht, war mega inspiriert, etwas Großartiges zu der Serie zu schaffen. Und wenn man Fan ist, dann sollte man sich dieses Buch spätestens jetzt zulegen, weil für 8 Euro, also es ist einfach der Hammer. Es hat so viel Spaß und Freude gemacht. Es hat mich so wunderbar eintauchen lassen in die Serie. Und ich freue mich so, so, so auf Staffel 5, die es ja voraussichtlich in 2 Jahren geben wird. Also ich bin total hyped. Ich freue mich, dass ich es jetzt im Regal habe und kann es wirklich nur jedem empfehlen. Für mich ein Highlight, nicht nur optisch, nicht nur außen, sondern definitiv auch, was den Inhalt angeht. Wenn man die Serie liebt, dann ist das auch
glaube ich, für jeden anderen ein absolutes Highlight. Und das hat mir den Wochenauftakt auf jeden Fall versüßt. Ein dünnes Büchlein habe ich an einem Abend gelesen. Und zwar ist es das neue Buch von Julia Engelmann, Die Welt mit deinen Augen. Wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Darüber habe ich mich sehr gefreut, als ich es überraschend in der Post hatte. Ich habe, glaube ich, alle Bücher von Julia Engelmann gelesen oder gehört. Ich glaube, Julia Engelmann ist im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall die bekannteste Poetry Slammerin. Ihr damaliger Vortrag Eines Tages, Baby, ich glaube, so hieß er ursprünglich, ne? Weil ich glaube, genau, One Day, ging ja durch die Decke, wurde millionenfach auf YouTube auch geklickt und auch ich bin seitdem dabei. Ich mochte ihre Bücher bisher super gerne, habe gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass ein neues von ihr herauskommt, habe mich aber dann sehr gefreut, als es hier war. Man kann hier auch nochmal ganz gut sehen, was alles schon an Büchern auch erschienen ist. Und diesmal haben wir eher Gedichte als Slams sozusagen. Und da spürt man den Texten auf jeden Fall an. Sie sind in der Regel ein bisschen länger, sie sind ein bisschen tiefgründiger, sie sind ernster. Gleichzeitig haben wir aber auch so diese locker Leichtigkeit, die wir von Julia Engelmann gewöhnt sind. Ich habe auch einige Markierungen drin vorgenommen. Mir hat das Buch gut gefallen. Es ist nicht mehr so überraschend, wie vielleicht die ersten beiden Werke es noch waren, weil es ja vor 10 Jahren irgendwie noch etwas ganz anderes, Neues waren. Oder sind es schon 10 Jahre? Vielleicht sind es auch erst 8 Jahre. Auf jeden Fall war das damals natürlich etwas ganz Neues, was anderes. Sie hat Themen aufgegriffen, die alle irgendwie kennen, mit denen jeder etwas anfangen kann. Und das macht sie durchaus in diesem Buch auch, denn sie übermittelt auch ein wunderbares Lebensgefühl. Man erkennt, man hat hier hinten auch ein Inhaltsverzeichnis mit den verschiedensten Gedichten und Texten. Wie gesagt, nicht jedes ist lang, nicht jedes reimt sich. Manches hat einiges an Stilen, wo man sich mal fragt, was macht das jetzt zu einem Gedicht? Ich habe einige tolle Markierungen, zum Beispiel, dass es hier einen Text über Tsundoku gibt. Und das ist ja, ich glaube, das japanische Wort dafür, dass man eben Bücher kauft und sie sich zu Hause stapeln und man sie nicht liest. Und das ist theoretisch so ein bisschen ein Erklärungsversuch an eben ein Buch, was man gekauft hat und nicht gelesen hat. Ich musste da oft so schmunzeln und habe mich da doch öfter mal wiedererkannt. Es gibt ja auch verschiedenste Sätze, die ich mir ein bisschen im Grunde markiert habe. Das ist zum Beispiel, sag mir, was ist der Mensch? Nur ein Algorithmus. Dreh nur für einen Moment die Zeit zurück und wenn die Tränen die Drums sind, ist die Stille der Bass. Lass uns ein bisschen distanzen, dann verbindet uns was. Richtig, richtig schön. Also ich finde, es sind richtig schöne Wortsatzkreationen enthalten. Jeder Tag, an dem ich träume, ist ein Tag, an dem ich Liebe sehen kann. An jedem Tag, an dem ich träume, fängt mein Leben wieder an. Toll, es ist wirklich so ein Lebensgefühl, was ich richtig schön finde, was sie rüberbringt. Tanzen ist wie Smalltalk mit dem Körper und wie wir lachen, lachen ist wie reden ohne Wörter. Ja, es sind wunderbare Perlen darin enthalten. Wie gesagt, es ist vielleicht nicht so innovativ und neu wie noch die ersten Bücher. Ich habe es aber super gerne gelesen. Ich habe mich so umarmen lassen von diesem Buch, von den Worten, habe mich in einigen wiedererkannt. Anderes fand ich spannend zu sehen, wie sie es beschreibt, wie sie es mit Wörtern umschifft und das fand ich richtig gut. Hat mir gut gefallen. Es ist ein dünnes Büchlein. Ich denke aber, ich glaube, es kostet, kostet 10 Euro, dass da auch wirklich einfach die Arbeit dahinter geschätzt werden sollte. Und ich finde auch den Preis tatsächlich absolut in Ordnung. Ich bin froh, dass es kein Hardcover ist, dann wäre es ja wahrscheinlich nochmal 2-3 Euro teurer. Aber ich finde das als Taschenbuch perfekt, um es immer mal in die Hand zu nehmen. Ich habe 2 ihrer Bücher als Hörbuch gehört. Das finde ich tatsächlich immer so ein bisschen schade, weil man eben Dinge nicht so markieren kann. Vielleicht sollte ich mir die einfach mal im Nachgang noch besorgen. Aber ich gebe diese Büchlein auch super gerne im Freundeskreis weiter oder wenn Freunde da sind und irgendwie mal eine Wartezeit überbrückt werden muss, kann da mal reingelesen werden. Also dafür ist so ein kleines Büchlein auf jeden Fall super und ist auf jeden Fall auch eine Geschenkidee. Ich meine, jetzt sind es ein bisschen weniger als 4 Monate bis Weihnachten. Ich glaube, dass man da auch jeden, der ein bisschen was mit Büchern, schönen Texten anfangen kann, dass man den damit auch eine Freude machen kann. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn vielleicht auch einfach so der Überraschungseffekt in den Texten nicht mehr so ist wie noch bei den ersten Büchern. Und das dritte Buch in der Bücherwoche und auch das letzte von der einen Bücherwoche, ihr seht ja aus Gründen, die ich bestimmt in der Zukunft euch erzählen werde,
beziehungsweise euch schon erzählt habe, zwei Bücherwochen, und zwar Long Way Down von Ewan McGregor und Charlie Borman von Schottland nach Kapstadt. Ich bin ein großer Fan des Schauspielers Ewan McGregor, habe viele Filme von ihm gesehen. Auch einige meiner Lieblingsfilme, in denen er, nein, sind mit ihm besetzt sozusagen, wenn ich an Die Insel denke oder an Moulin Rouge. Liebe ich sehr, oder auch Trainspotting, zumindest der erste Teil. Und ja, ich weiß, dass es schon vor einigen, vielen Jahren eine Dokumentation von ihm gab, wo er, glaube ich, durch die USA mit dem Motorrad gefahren ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und dieses Buch habe ich irgendwie bei Tauschticket entdeckt, und das ist das zweite Buch. Das erste Buch war Long Way Round, das kenne ich nicht. Und hier geht es eben von Schottland bis nach Südafrika. Und wir durchreisen dieses geplante Abenteuer. Dazu komme ich später. Wir haben hier einige Länder. Wir sind eben in Großbritannien, über Frankreich nach Italien. Wir setzen über nach Tunesien, dann Libyen, Ägypten, dann geht es in den Sudan, Kongo. Kommt dann schon Namibia und Südafrika. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas vergessen, aber es müsste so geografisch richtig gewesen sein. Und die beiden machen das mit ihrem Motorrad, fahren hier umher. Es ist eine sehr, sehr gut geplante Route, was, glaube ich, auch daran liegt, wenn man ein bisschen an den Hintergrundinformationen, wenn man sich da einliest, dass wo Ewan McGregor auch irgendwie nur eine kurze Zeit hatte für diese Strecke und es deswegen gut geplant sein musste. Und das ist im Grunde so ein bisschen der kleine Kritikpunkt von mir, dass ich eben denke, wie gut geplant ist ein Abenteuer, um noch ein Abenteuer zu sein. Also das war vielleicht so der eine Punkt, wo ich immer so dachte, naja, ihr wisst eigentlich schon viel zu gut, wo ihr hinkommt. Es nimmt ein bisschen den Charme des Unbekannten oder dieses, wir fahren einfach drauf los, wenn ich eben schon genau weiß, wie ist meine Route und wie lange bin ich da unterwegs. Der Schreibstil von Ewan McGregor, wo wir ihn hier eben begleiten, er ist schon ganz okay. Ich glaube, es liegt sehr viel auch an der Übersetzung, dass eben so mancher britischer, schottischer Humor, der hier durchkommt, nicht so richtig rübergebracht werden konnte. Ich bekomme den guten Eindruck von Ewan McGregor, wo er unterwegs ist, welche Begegnungen er hat, was er besonders an diesem Land schätzt, wo er gerade durchfällt. Ich habe aber manchmal das Gefühl gehabt, und ich weiß nicht, also steht, glaube ich, nur ein Übersetzer drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach nein, es sind tatsächlich vier Übersetzer. Ja, vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass ich eben genau das Gefühl habe, ich habe hier unterschiedliche Stile. Und das kann natürlich nicht an Ewan McGregor liegen, sondern an vier Übersetzern. Wer weiß, woran es lag, worauf die sich spezialisiert hatten, aber es wirkt eben tatsächlich ein bisschen unrund, wenn ich ehrlich bin. Aber es liegt an der Übersetzung. An mancher Stelle, und das könnte man wahrscheinlich doch dem Buch angreifen, ist es auch ein bisschen hektisch, beziehungsweise kommt jetzt der Punkt, wo man eben im Hintergrund ein bisschen weiß, dass Ewan McGregor nicht so viel Zeit für dieses Abenteuer hatte und man das Gefühl hat, er hetzt da auch so ein bisschen durch. Ansonsten mochte ich das Buch aber wirklich gerne. Ich finde, wir bekommen tolle, kurze Eindrücke von den Ländern, von den Gegebenheiten, von den Orten, die bereist werden. Wir bekommen ein Gefühl für das Motorradfahren, für das eben auf dem Motorrad auch unterwegs sein, und ich fand es richtig, richtig toll. Ja, man ist ein bisschen mehr Zuschauer bzw. Leser, als man wirklich dabei ist. Das finde ich auch ein bisschen schade, aber ich fand, es hatte genügend mich mitgenommen, damit ich eben auch so vor Ort sein konnte. Und besonders, als es dann durch die Länder geht, die ich eben auch schon kenne, wie Ägypten, wie Tunesien oder auch den Sudan, da fühlte ich mich natürlich direkt heimisch und habe da eben ja auch dieses Wüstenfeeling ganz gut spüren können. Also das hat er für mich auch richtig gut rübergebracht. Es war ein Reisebericht, und man merkt, ich bin so in Reisebericht-Stimmung. Ich mag sowas super gerne, ich lese sowas gerne, gerade in Jahren, wo es für mich vielleicht gerade eben nicht weiter weggeht. Und das ist ja in diesem Jahr einfach der Fall, was ja an der großen Reise im nächsten Jahr einfach liegt. Aber da merke ich so ein bisschen das Fernweh, und das konnte das Buch von Ewan McGregor und Charlie Borman auf jeden Fall für mich ein bisschen stillen. Ich war mit unterwegs, ich saß mit auf dem Motorrad und ich hatte da auch einfach meine Freude dran, dabei zu sein. Ich würde wahrscheinlich mit dem Wissen jetzt so ein bisschen zum englischen Original greifen, weil ich glaube, dass das durchaus auch lesbar sein wird, weil es recht einfach geschrieben ist, weil es auch einfach so Alltagsbeschreibungen sind. Also ich kann mir vorstellen, dass Ewan McGregor auch ein ganz ordentliches Englisch zustande bringt. Man kann ihn ja auch im Original zuhören. Also von daher, ja, da hört man den schottischen Slang so ein bisschen, aber das wird ja bei dem Buch wahrscheinlich ein bisschen raus sein. Da wird er wahrscheinlich schon versuchen,
bisschen deutlicher zu sprechen, beziehungsweise zu schreiben. Ich glaube tatsächlich, und ich habe es vorher einfach verpasst, so reinzugucken, dass es wirklich ein bisschen an der Übersetzung liegt, dass es ein bisschen merkwürdig wirkt. Aber kann ich sehr, sehr empfehlen, auch die Doku, die ich vor vielen, vielen Jahren gesehen hatte im Fernsehen. Ich weiß gar nicht jetzt, von wann der zweite Teil ist. Das ist, glaube ich, auch schon ein Stückchen wieder her, aber ich sehe hier gar nicht, wann das war. Und es steht, glaube ich, auch nicht, von wann es ist. Ja, es waren 24.000 Kilometer, 17 Länder, 2 Motorräder und ein Abenteuer. Wobei, über dieses Abenteuer würde ich mich immer wieder streiten, weil wenn das so gut geplant ist, wie es hier ist, da hat es nicht mehr ganz so viel Abenteuer. Also das sind manche Reisen, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, abenteuerlicher. Genau, und das war Long Way Round, der wilde Ritt um die Welt. Ach, da ist er sogar durch London, durch ganz Europa und Asien und dann nach Kanada und New York. So war die erste Tour. Und das war auf jeden Fall mehr Abenteuer. Also das habe ich auch bei der Filmdoku so in Erinnerung. Aber ich sehe jetzt hier leider nicht, wann die hier unterwegs waren. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hat Spaß gemacht, es zu lesen. Und sollte Ewan McGregor nochmal auf dem Motorrad unterwegs sein, würde ich ihn auf jeden Fall begleiten. Bevor der Kaffee kalt wird, wurde von mir jetzt eben beendet und gelesen wahrscheinlich das vorletzte Buch in diesem Monat. Ja, je nachdem, wie das mit dem Hörbuch weitergeht. Es ist von Toshikazu Kawaguchi. Ich hoffe, man spricht das so aus. Es ist ein japanischer Autor, dementsprechend spielt die Geschichte auch in Japan. Und es geht um ein Café, in dem es einen Platz gibt. Und wenn man sich auf diesen setzt und einen Kaffee bestellt, kann man in die Vergangenheit reisen. Und man darf aber nur so lange in der Vergangenheit bleiben, bis der dargebotene Kaffee kalt wird. Dann muss man ihn ausgetrunken haben und in die Gegenwart zurückkehren. Es sind hier 4 Geschichten enthalten. Wir beginnen mit den Liebenden. Dann geht es weiter mit dem Paar. Wir haben die Schwestern und Mutter und Kind. Und ich habe mir ein bisschen was anderes darunter vorgestellt, aber dennoch haben mir diese Kurzgeschichten, die eben so den roten Faden durch das Café haben mir sehr gut gefallen. Ich mag es sprachlich sehr gerne, wie hier poetisch Situationen beschrieben werden, wie hier ja auch so Alltag und Begegnungen, wie das wahrgenommen wird, wie das rübergebracht wird. Ich mag das in der japanischen Sprache sehr gerne. Ich mag auch die Übersetzung hier, das hat mir auch richtig gut gefallen. Ich mochte die einzelnen Geschichten gerne. Ich fand es schön, dass wir so ein bisschen unterschiedliche Ambitionen, Motivationen haben, warum eben Leute in die Vergangenheit reisen möchten, warum sie genau in dieses Café reisen möchten, wem sie treffen möchten, was der Grund ist. Auch wenn man eigentlich weiß, man kann nichts verändern, es lässt sich nichts in der Gegenwart irgendwie daraus zurückschließen oder umschließen, sondern es bleibt eben alles bestehen. Aber dennoch gibt es eben Gründe, warum Menschen zurückreisen möchten. Ich fand tatsächlich die Logik hinter der Zeitreise richtig, richtig gut und dachte, ja, so könnte ich es mir tatsächlich sogar logisch vorstellen. Das fand ich richtig toll erklärt, richtig gut gemacht. Ich fand es, wie gesagt, wirklich auch sehr logisch dargestellt. Ich fand es gut, wie auch die Charaktere auf diese verschiedenen Infos und Regeln reagiert haben. Da ist der Wautz. Und das hat mir richtig gut gefallen. Mir hat nicht nur die Motivation gut gefallen, sondern auch so das Zwischenmenschliche, was es eben mit den Kaffeebesitzern und eben den Gästen so auf sich hat. Man muss sich keine Sorgen machen, die beiden, also da unten sitzt irgendwo bestimmt der Kater, die spielen so miteinander. Und ja, wie diese Interaktion einfach gelaufen ist, wie auch diesen Reisen so funktioniert haben. Ich fand das richtig, richtig gut. So ein kleiner Kritikpunkt ist tatsächlich, dass es eben Kurzgeschichten sind und für mich so ein bisschen die Emotion gefehlt hat. Also für mich hat sich nicht so der Bezug zu den Charakteren aufbauen können. Für mich war das so ein bisschen weiter entfernt als Betrachter und nicht so richtig nah an den Menschen dran. Auch wenn ich die Motivation der jeweiligen 4 Leute nachvollziehen konnte, war es trotzdem alles so ein bisschen weiter weg. Und das fand ich tatsächlich richtig, richtig schade, weil ich mir da ein bisschen mehr Emotion, ein bisschen mehr Nähe, ein bisschen mehr Gefühl gewünscht hätte, was aber einfach auf den kurzen Seiten gar nicht möglich ist. Ich glaube, 230 Seiten hat das Buch komplett. Die einzelnen Geschichten, wir sind hier bei knapp 60, dann haben wir mal ein bisschen was um die 50, und dann sind wir nochmal bei knapp, 60. Ja, also es sind tatsächlich nicht so lange Geschichten und
Für mich hätten die Geschichten, glaube ich, besser funktioniert, wenn sie müh länger gewesen wären, wenn man einfach ein bisschen länger mit eintaucht, Gefühle mit einbringt, Emotionen zulässt. Und das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Ich glaube, sonst wäre das wirklich ein Highlight geworden, weil mir wirklich diese Idee gut gefallen hat, auch wenn sie anders war, als ich mir vorgestellt habe. Aber ach, so waren wir einfach ein bisschen weit weg. Und das fand ich echt super, super schade. Aber dennoch ist das absolut eine Empfehlung. Ich finde, ein toller Einstieg auch in die japanische Literatur. Wer sich da vielleicht noch nicht so rangewagt hat, hat hier wirklich mit den Kurzgeschichten eben die Möglichkeit, auch einfach mal so ein bisschen, ja, nicht unbedingt denn verschiedene Autoren zu treffen, sondern eben einfach so kürzere Geschichten zu haben, die so ein bisschen kurz und knackig und ja, einfach sind. Wie gesagt, Emotionen kommen bei mir vielleicht eben bei ein paar Seiten mehr hoch. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. War ein tolles kleines Büchlein für zwischendurch, was aber definitiv zumindest auch wegen zwei Geschichten so ein bisschen nachhalt bei mir. Und die haben mir wirklich gut gefallen. Auch das Cover, richtig cool. Also ja, ist eine Empfehlung. Man muss vielleicht auch Kurzgeschichten ein bisschen mehr mögen wie ich. Dann ist das vielleicht sogar tatsächlich ein Highlightbuch. Aber hat mir gut gefallen, hat Spaß gemacht, hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Und da unten knabbert jemand rum. Ja, der Special Guest des heutigen Clips sozusagen. Und das 17. und letzte Buch im August ist leider ein Buch, das ich abgebrochen habe. Und zwar Vertrauen und Verrat von Erin Beattie. Das ist der Auftakt der Kampf um Demora Trilogie. Und es sind mittlerweile auch alle drei Bücher schon erschienen. Ich habe das Buch in einem Tauschpaket ergattert, hatte es eine längere Zeit auf der Wunschliste, habe es aber dann jetzt doch über BookBeat angefangen zu hören. Mich schreckte damals so ein bisschen das Cover ab. Das ja, war jetzt irgendwie nichts, was ich irgendwie ansprechend finde. Die Sprecherin des Hörbuches war Christiane Marx, die ich auch schon aus anderen Hörbüchern kenne und der ich auch immer sehr, sehr gerne zuhöre. Ja, wir sind, wie es der Reihenname schon vermuten lässt, in Demora unterwegs, eher einer mittelalterlichen Welt, und erfahren, dass es in dieser Welt eben üblich ist, dass eine Kupplerin den zukünftigen Ehemann für junge Frauen aussucht. Doch die 16-jährige Sage findet ja diese Tradition alles andere als gut und empfindet es als totalen Albtraum, jemanden zu heiraten, den sie nicht kennt, den sie vorher nicht gesehen hat, wo sie nicht weiß, ob wie er ist, ob er nett ist und so weiter, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Sie möchte eben niemanden heiraten, dementsprechend schließt sie sich den Kupplerinnen an, geht dort in die Lehre und entgeht so eben ja im Grunde dieser Aufgabe, dass sie verheiratet werden muss. Und sie begleitet nun eben einige adlige junge Mädchen in die Hauptstadt, um diese zukünftigen Bräute so ein bisschen zu beobachten, zu bespitzeln, auch so ein bisschen hinter die Fassade des Militärs zu schauen, denn es zeigt sich recht schnell, dass in Demora nicht alles so einfach ist, dass da auch nicht unbedingt alles friedlich und Freude und Eierkuchen ist, sondern dass sich so ein bisschen ein Krieg in Demora zusammenbraut. Und erzählt uns hier die 16-jährige Sage. Ich habe das Buch nach nicht ganz einem Viertel, also es werden wahrscheinlich so in dem Buch so 120 Seiten gewesen sein. Also ich habe mir jetzt auch den Abschnitt hier drin nicht angeguckt. Ich glaube, ich war irgendwas bei Kapitel 18. Irgendwie so. Und zumindest hat es mir das im Hörbuch auch so angezeigt. Habe ich abgebrochen. Wir haben hier natürlich ein Jugendbuch, wir haben hier Fantasy und eigentlich hatte ich so richtig Lust auf Intrigen und Rebellion und weil ich auch so ein bisschen durch House of the Dragons wieder in diesem Westeros Game of Thrones Fieber bin und dachte, das würde jetzt irgendwie so ein bisschen passen. Aber der Schreibstil ist doch sehr holprig, er ist sehr einfach, sehr banal. Auch die unterschiedlichen Perspektiven klangen alle wahnsinnig ähnlich. Also da gab es gefühlt gar keinen Unterschied. Und das fand ich einfach auch irgendwie schade. Ist ja nicht die Kritik, die ich durchaus öfter habe. Aber hier war irgendwie sehr wenig Emotionen. Es war irgendwie alles so dahin geplänkelt. Und ja, der Einstieg gefiel mir noch ganz gut. Da gab es eine kurze Einleitung und dann gab es aber schon so ein bisschen ja die sehr oberflächliche Darstellung der Welt. Und ja, auch das Gewerbe der Kupplerin wurde nur sehr oberflächlich angerissen. Aber hätte ich da so viel mehr gerne darüber gewusst, mehr Eindrücke gehabt. Die Welt, wie sie zumindest jetzt in dem bisschen was über ein Viertel erzählt wird, ist sehr zusammengebastelt. Und sie gehört auch nicht so richtig zusammen.
ich weiß nicht, also irgendwie fühlt sich das sehr unrund an. Es kam für mich auch gar keine Spannung auf, wie die Welt funktioniert, wie das alles so sein kann, was sich dahinter verbergen könnte. Das hat mich irgendwie null interessiert und das ist kein gutes Zeichen. Zudem gibt es dann rund um Sage auch so einige Klischees und ja, natürlich ist das halt natürlich jetzt auch eine Jugend-Fantasy-Romance-Geschichte, aber ich fand das so überzogen dargestellt, auch wie sie gehandelt hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, so eine Frauenrolle, wo man verheiratet wird, man muss da ausbrechen und dass sie das richtig macht, und da gehe ich auch absolut mit. Aber für viele Handlungen waren mir einfach nicht nachvollziehbar genug dargestellt. Also ich habe nichts dagegen, wenn eine Protagonistin einfach irgendwie merkwürdig handelt, wenn man mir noch irgendwie logisch erklärt, wie sie da hingekommen ist und warum sie das macht. Oder auch einfach sagt, sie probiert das jetzt aus, egal, koste es, was es wolle. Dann ist das ja auch eine Begründung, ne? Aber das konnte hier gar nicht rüberkommen. Also sehr schade, hat mich leider überhaupt nicht gefesselt, nicht gepackt. Ich habe auch keine Muse, irgendwie da weiterzulesen. Und bin vielleicht ganz froh, dass ich nur ein paar Stunden am Hörbuch verschwendet habe. Ja, das heißt hier in voller Spannung, Intrigen und Romantik. Also ich habe von allen drei Dingen nicht sehr viel mitbekommen, aber super, super schade, weil ich mich echt gefreut hätte, so ein bisschen in so eine intrigische Fantasy-Geschichte einzutauchen. Aber für mich leider nichts. Vielleicht bin ich auch einfach 20 Jahre zu alt und nicht die Zielgruppe und habe vielleicht auch einfach schon zu viele Jugend-Fantasy-Rebellionsbücher gelesen, als dass mich das jetzt irgendwie noch begeistern konnte. Schade, aber ja, blöd, wenn man so einen Monat irgendwie mit einem nicht so guten Buch abschließt. Aber lässt sich manchmal einfach nicht vermeiden. Endlich war er da, der dritte Band der Aurora-Reihe von Amy Kaufman und Jay Kristoff. Aurora erleuchtet ist der finale Band dieser wunderbaren Space Opera. Wir sind hier Science-Fiction-mäßig unterwegs und ich habe mich mega gefreut, dass er endlich da ist. Ich habe direkt zum Hörbuch gegriffen. Ich habe auch den zweiten Band gehört, den ersten Band habe ich gelesen. Und ich packe euch die Bücherwoche zum ersten Band unten in die Infobox, weil es ist natürlich schon schwierig, was zu einem dritten Band zu erzählen. Dementsprechend, wenn euch das Buch interessiert und ihr vielleicht noch gar nichts von der Reihe gehört habt, schaut euch mal gerne meine Gedanken zum ersten Teil an. Wir haben in diesem Hörbuch diverse Sprecher, weil wir auch verschiedenste Perspektiven hatten. Wir begleiten ja einen Squad und da haben wir eben unterschiedlichste Charaktere. Wir haben unter anderem als Sprecher Julia Preuß, Armin Zabok, Martin Waldeck. Jeder Charakter hat seine eigene Stimme, was es definitiv einfacher macht, all die Stimmen und Charaktere zu unterscheiden. Dennoch, habe ich so ein bisschen das Problem gehabt, wie auch beim zweiten Teil. Es sind mir fast zu viele Charaktere, wenn es ums Hören geht. Wobei, man muss sagen, ob das einem beim Lesen leichter gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber das vielleicht so, dass man da durchaus auch ein bisschen konzentriert einfach hören muss. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Wir begleiten im dritten Band weiterhin den Squad 312, den wir im Grunde von Anfang an begleiten. Es ist ja eine Truppe, die im Grunde aus unglücklichen Zufällen irgendwie zusammengefunden hat. Und jetzt hatten sie sich ja auch alle so mehr oder weniger verstreut. Es gibt aber doch noch eine gewisse Hoffnung für die Crew und auch für die Welt und für ihre Aufgabe, auch wenn es scheinbar unmöglich ist und es aber dennoch möglich gemacht werden muss. Ich möchte, wie gesagt, gar nicht so viel zu der eigentlichen Handlung erzählen. Es geht im dritten Teil im Grunde nahtlos an den zweiten Band weiter. Da hatten wir ja einen sehr, sehr, sehr gemeinen Cliffhanger. Und dementsprechend schließt das dritte Buch, der dritte Band, jetzt auch wirklich einfach vollumfänglich an den zweiten Band an. Mir gefiel der dritte Band mit am besten. Ich fand es ein fulminantes Ende, einen gelungenen Abschluss. Es ist eine ganz besondere Science-Fiction-Space-Opera-Geschichte mit wahnsinnig tollen Charakteren. Ich hatte hier großen, großen Spaß. Es begann im dritten Teil schon, dass uns das Uniglas Magellan im Grunde so eine Rückblende, eine Zusammenfassung erzählt hat. Und die dauerte tatsächlich ein ganzes Stückchen. Ich habe mich selten so begeistert und gut unterhalten gefühlt, wenn jemand eine Zusammenfassung gibt. Das kennt man von Jay Kristoff ja zum Beispiel aus der Nevernight-Reihe. Auch da ist die Rückblende immer sehr unterhaltsam, oder der Charakterbeschreibungen oder welche Personenverzeichnis. Und auch hier hatten wir das und es hat super, super viel Spaß gemacht, dem im Grunde zuzuhören. Ich
empfand es auch ein bisschen als notwendig. Auch wenn jetzt der zweite Band noch nicht ganz so zurückliegend ist, fand ich es gut, dass wir nochmal so eine Zusammenfassung hatten. Wo steht jeder? Wo sind wir? Und das ist hier jetzt im dritten Band wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Einfach, dass man hier nochmal ein Gefühl für die Situation bekommt. Die Story wird wieder aus verschiedenen Perspektiven erzählt, mit unterschiedlichen Stimmen. Das fand ich gut. Ich hatte aber tatsächlich so das Gefühl, dass vielleicht ein, zwei Charaktere weniger es ein bisschen einfacher gemacht hätten, dabei zu sein. Das ist aber so der einzige kleine Kritikpunkt, den ich habe, dass ich das tatsächlich beim Hören und auch im ersten Teil beim Lesen ein bisschen schwierig fand. Aber man ist irgendwann drin und man hat irgendwann Gesichter zu den Stimmen vor Augen und dann ist das gar nicht mehr das Problem. Die Geschichte wird eben aus diesen, von diesen Crewmitgliedern erzählt und die sind wirklich toll gezeichnet. Es sind tolle Charaktere. Wir sind hier bunt gemischt unterwegs. Wir haben hier ja wirklich verschiedenste Wesen aus dem Weltall und die sind bunt gemischt in dieser Crew und die haben natürlich ihre Probleme, ihre Sorgen, aber eben auch diesen Zusammenhalt. Es ist eine tolle Gruppendynamik und es gibt auch wirklich ganz, ganz tolle Entwicklungen der Charaktere, wenn man noch an den ersten Band denkt, wo die Charaktere sich jetzt befinden. Das fand ich richtig, richtig toll gemacht, toll gezeichnet. Es ist wirklich wie wenn ein Film abläuft, man hat Gesichter vor Augen und das fand ich toll. Was ich besonders geliebt habe, auch schon in den anderen Bänden, ist der sarkastische Humor. Ja, ich glaube, der ist sehr speziell und ich glaube auch, dass den nicht jeder mag. Ich liebe ihn. Ich liebe die Idee, was sich Jay Kristoff mit Amy Kaufman ausgedacht hat. Man spürt den Humor, man spürt den Sarkasmus, die Ironie und das macht mir großen, großen, großen Spaß. Es ist wirklich Science Fiction, die schon eher auch für Jugendliche gedacht ist, die sehr leicht erzählt ist. Wir haben nicht sehr viel so Technik-Overload oder ähnliches. Ich finde das richtig gut, wie uns die Technik erklärt wird, wie die Welt dargestellt wurde, wie wir da am Anfang vom ersten Band auch eingeführt wurden und welchen Weg wir genommen haben. Also das ist definitiv Science Fiction für Anfänger. Man muss es nur eben mögen, dass man verschiedene Perspektiven hat, die einem die Geschichte erzählt. Das Ende war so ein bisschen wirr. Man hätte es vielleicht auch ein bisschen einfacher gestalten können, aber ich fand's gut. Mir hat's wahnsinnig gut gefallen, auch wenn ich schon denke, dass es ein sehr komplexes Ende ist und man wirklich konzentriert einfach hören muss. Das ist nichts, was ich nebenbei höre, sondern mich wirklich auf die Couch setze, auf den Balkon oder irgendwo hin und einfach zuhöre und den Film laufen lasse in meinem Kopf. Und dann funktioniert das wunderbar. Es war ein bisschen wirr, es passierte recht viel miteinander, aber es war für mich wirklich ein gutes Ende. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Welt jetzt mit diesem letzten Band abzuschließen, zu verlassen, auch wenn ich es schade finde, dass ich sie jetzt im Grunde schon verlassen muss. Aber ich hatte großen, großen Spaß und große Freude und habe mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Und freue mich auf die nächsten Werke, die da kommen. Von Amy Kaufman habe ich im Zusammenhang mit Maggie Spooner gesehen, dass irgendwas im Oktober oder November erscheint. Da werde ich auf jeden Fall mal schauen, ob mich das anspricht, wie das so sein wird. Ich glaube, von Jay Kristoff ist nichts anderes jetzt irgendwie angekündigt. Der wird hoffentlich an The Empire of the Vampire Teil 2 schreiben und das soll er bitte auch in aller Ruhe tun. Wobei, ich glaube, von Jay Kristoff müsste ja der zweite Teil von Lost Like, der auch irgendwo hier steht, erscheinen. Das ist so ein blaues Cover. Das war ja auch so ein älteres Werk von ihm. Das könnte jetzt auch irgendwie Oktober, November erscheinen. Also von daher gibt es auf jeden Fall Nachschub. Für mich wirklich eine großartige, tolle Buchreihe, die wirklich richtig viel Spaß gemacht hat und die ich wirklich nur empfehlen kann. Und nun kommen wir zur Folgenbesprechung von House of the Dragon, wobei Folgenbesprechung zu viel gesagt ist. Ich möchte hier gar nicht groß spoilern. Ich möchte in wenigen Worten, mal gucken, in wie wenigen das sein wird, über Folge 1 und 2 sprechen. Und ja, ich habe mittlerweile auch schon Folge 3 angesehen, aber die spielt natürlich vom Zeitraum jetzt einfach die andere Bücherwoche und man muss, glaube ich, auch gar nicht jede Woche darüber sprechen. Aber ich muss sagen, ich war ja sehr kritisch, weil ich ja wirklich Staffel 7 nicht gut fand. Ich auch mit Staffel 8 überhaupt nicht glücklich war. Für mich Staffel 8 viel kaputt gemacht hat, weil man auch viele Dinge, die man einfach ignoriert hat, die man weggelassen hat, die nicht mehr wichtig waren, man wirklich Dialoge, Entwicklungen von Charakteren dargestellt hat, wo ich mir gedacht habe, was soll das Ganze eigentlich? Ich bin gar nicht mit dem eigentlichen Ende so unzufrieden, weil ich glaube, dass es einen guten Weg gibt, wie man da hinkommt, wie man das erzählen kann, aber die Serie hat das für mich nicht geschafft. Und ich muss auch sagen, ich habe Staffel 8 kein zweites Mal angeguckt. Ich habe die DVD-Box hier stehen, sie müsste irgendwo da hinten, glaube ich, stehen, aber ich habe Staffel 8 nie noch mal
nochmal geguckt. Und das sagt schon, ja, ich habe oftmals Lust auf Game of Thrones, gucke mir dann so meine Handvoll Lieblingsfolgen an, beziehungsweise habe auch in die erste Staffel jetzt, seitdem ich eben auch Sky habe, nochmal reingeguckt. Und da merkt man einfach so einen Wahnsinnsunterschied. Dementsprechend war ich ein bisschen kritisch. Ich war nicht irgendwie vorsichtig oder so, sondern dachte, ja, Targaryens finde ich grundsätzlich spannend, auch wenn man natürlich weiß, wie es dann mit ihnen mehr oder weniger endet. Aber wir sind hier ja knapp 180 Jahre vor den Ereignissen von Das Lied von Eis und Feuer und wir begleiten eben den König, wir sind beim Tanz der Drachen und das ist eine Epoche, die ich schon super spannend fand, wo ich auch in den Geschichtsbüchern rund um Westeros, die ich immer sehr gerne gelesen habe, überhaupt wie es dann so dazu kommt, dass eben die Targaryens so an Macht erstmal gewonnen haben und wie sie verloren haben und wir befinden uns eben in der Vorgeschichte, also wie gesagt 180, knapp sagen wir mal 200 Jahre vor Daenerys Targaryens Geburt und also die wir eben auf Game of Thrones kennen und ich muss ehrlich sagen, die ersten beiden Folgen haben mir wahnsinnig gut gefallen. Ich fand es toll, wie wir in die Geschichte eingeführt wurden, wie wir im Grunde einen wunderbar in der Off-Stimme erfahrene Geschichtsunterricht bekommen haben, wie wir auch so zeitlich eingegliedert werden, dass wir so ein bisschen vorbereitet werden, wie funktioniert das Haus Targaryen, wie ist das so unterwegs und dann haben wir eben eine wahnsinnig tolle, wir sehen einfach richtig tolle Orte, die wir aus Westeros kennen, die wir von Game of Thrones kennen, wir sehen den Eisernen Thron, wir sind in Hallenhall, wir sind im Königsmund, wir sind im Roten Bergfried und wir sehen eben auch eine Stadt, die wir anders so irgendwie in Erinnerung haben und ich fand es einfach mega. Ich fand es visuell toll, ich fand die Musik klasse, ich mag den schauspielerischen Cast richtig, richtig gerne. Also ich bin, ein großer Fan, wie hier gecastet wurde, wie man wirklich auch, nicht so bekannte Schauspieler, vielleicht gut ich hab's ja nicht mit Namen. Also der auf jeden Fall, den man auch aus, unter anderem aus Doctor Who kennt und The Crown, oh mein Gott, der Name ist wirklich weg. Ah, schrecklich. Ja, den kennt man, glaube ich, auch so den einen oder anderen Schauspieler hat man namentlich schon mal gehört. Aber ich finde schön, dass wir hier so ein bisschen unbekanntere Gesichter haben, die aber alle ein tolles Schauspiel machen. Man merkt schon zu Beginn, wie sich die Intrigen ranken, wie Verbündete irgendwie vielleicht oder auch nicht. Ich mag das super gerne. Also das ist, für mich kommt es nicht ganz an die, ersten vier Staffeln von Game of Thrones ran. Das muss es aber gar nicht. Ich glaube aber, dass das schon eine Serie ist, die dieses Feeling einfach wieder eingefangen hat und die mir dadurch wirklich großen, großen Spaß gemacht hat. Also ich fand die ersten zwei Folgen richtig toll. Ich mag es, wie auch Charaktere so reingeworfen werden, man gefühlt eine halbe Folge nichts von ihnen hört, aber trotzdem über sie nachdenkt und das macht super Spaß. Also ich mag auch, wie der Cut ist, wie es produziert wurde, wie die Schnitte sind, wie Dialoge aufgebaut sind. Es fehlt vielleicht noch so ein bisschen der intrigante Humor, den man von manchen Charakteren aus Game of Thrones kannte. Gerade wenn ich an die tollen Gespräche denke von Kleinfinger und Lord Varys oder dann natürlich auch so die Kombination aus Bronn und Tyrion, das waren natürlich immer Gespräche, wo man dachte, da steckt auf jeden Fall mehr dahinter. Das fehlt hier vielleicht so ein bisschen, aber ich finde es eine großartige Serie. Also die ersten zwei Folgen haben mich absolut abgenommen, mitgerissen. Ich habe beide zweimal angeguckt, bin auch, was die Folgenbesprechung von Cinema Strikes Back angeht, auf dem neuesten Stand. Ich mag es, weil die natürlich nochmal viel, viel tiefer in dieser Westeros-Welt sind und mir das wirklich großen Spaß bringt. Da einfach auch so diese Feinheiten oder so Hintergrundinfos und man weiß natürlich grob, wo es hingeht und wie es endet. Also auch dieser Tanz der Drachen, der sich damit beschäftigt, also weiß ich, wie das ausgeht, aber so, es ist ja immer auch der Weg, der gezeigt wird, nicht nur das Ende wichtig. Das ist wie bei einem guten Liebesroman, man weiß am Ende, es gibt ein Happy End, aber der Weg ist ja das Ziel und das ist, finde ich, bei der Serie auch so. Ein bisschen anders ergeht es mir mit Ringe der Macht. Folge 1 und 2 sind letzten Freitag gestartet. Das House of the Dragon kommt immer montags. Ringe der Macht ist immer freitags auf Amazon Prime. Und ja, ich bin ein großer Tolkien-Mittelerde-Fan. Ich habe die verschiedensten Bücher mehrfach gelesen, selbst im Silmarillion war ich bestimmt mindestens dreimal in meinen 25 Jahren irgendwie unterwegs. Ich bin, also ich,
Sag nochmal, vor 10 Jahren war ich dort komplett drin, wusste, wer wo neben wem am Ende irgendwie im Bruchtal wohnt oder auch, ja, natürlich auch im Auenland. Ich bin da so ein bisschen raus, nicht mehr ganz so tief drin, aber dennoch weiß ich sehr vieles, gerade aus dem ersten und zweiten Zeitalter, was sich im dritten Zeitalter dann auch mit dem Herrn der Ringe und so ergeben hat. Und dann kamen so die ersten Trailer und die ersten Teaser. Und dann dachte ich schon, naja, es sieht schon nicht unbedingt nach Mittelerde aus, es sieht nicht nach Tolkien aus, es fühlt sich auch ein bisschen fremd an. Aber auch hier wollte ich nicht zu skeptisch sein. Ich habe auch nicht unbedingt zu den großen Schreiern gehört, die sich irgendwie über dunkle Elben oder gar kurzhaarige Elben oder Zwerginnen ohne Bart irgendwie aufgeregt haben, weil ich dachte, naja, das macht bestimmt alles Sinn und ja, man kann sich am Ende vielleicht nicht eins zu eins an eine Vorlage halten. Ich meine, das hat man ja zum Beispiel bei Harry Potter auch nicht gemacht. Wenn man da sieht, wie alt Harry Potters Eltern aussehen oder auch Sirius und Severus und Lupin, die sehen ja gefühlt alle aus wie 50, sind ja aber theoretisch erst Anfang, Mitte 30. Also das, weil die Schauspieler, also ja, da habe ich gedacht, ja, hat bestimmt alles irgendwie einen Sinn, ist auch gar kein Problem, na, aber man hat da schon Dinge in den Trailern und Teasern gesehen, wo ich dachte, Jetzt saß ich vor diesen zwei Folgen, die ja an einem Tag erschienen sind, und ich war danach sprachlos. Aber nicht vor Begeisterung, sondern was habe ich eigentlich gesehen? Was hat das eigentlich mit Tolkien zu tun? Was hat das mit dem zweiten Zeitalter zu tun? Wie sind diese Charaktere eigentlich unterwegs? Was für merkwürdige Dialoge gibt es hier eigentlich? Und wo bin ich? Also, ich möchte es gar nicht so schlecht reden, weil ich eigentlich möchte, dass es mir gefällt. Aber ich verstehe nicht, wie man sich so weit von einer Vorlage entfernen kann. Und ich habe grundsätzlich nichts gegen Interpretation. Ich habe auch nichts dagegen, dass man sagt, ja, man kann sich natürlich nicht eins zu eins an irgendwas halten. Aber wenn man schon vorhat, sich gar nicht an die Vorlage zu halten, warum nennt man es denn dann der Herr der Ringe, die Ringe der Macht? Dann schreibt doch irgendwie hin, Steffis Weg Richtung, nein, oder Steffis Wettschwimmen oder was auch immer. Also wer die Folgen kennt, weiß jetzt, um was es geht. Wobei Steffi, na, jetzt so namentlich für irgendeinen Charakter steht. Das verstehe ich halt einfach nicht. Das habe ich so bei mancher Verfilmung in der Vergangenheit schon nicht verstanden, weil wenn man so viele Abweichungen macht, natürlich funktioniert ein Film, eine Serie anders als ein Buch, keine Frage, dass man da anders einen Spannungsaufbau und so weiter macht, verstehe ich auch. Aber dann mach doch einfach dein eigenes Ding. Und natürlich gibt es mehr Zuschauer, die draufklicken, weil eben Herr der Ringe draufsteht, aber wenn dann so gar kein Mittelerde drin ist, also ja. Positiv ist zu sagen, dass mir tatsächlich die Bilder gut gefallen, also Orte, die wir sehen, auch wenn man schon oftmals erkennt, wo das CGI sich befinden könnte. Das fand ich aber gar nicht schlimm. Ich fand wirklich Orte, die man eben aus den Legenden kennt, richtig toll, dass wir da dort sind. Ich mochte auch die Musik sehr gerne von Howard Shore. Ich finde, der macht das richtig, richtig gut. Der fängt das, finde ich, auch gut ein. Mit den Schauspielern, auch da ist mancher Schauspieler ein bisschen älter gewählt, als ich ihn so gefühlt vor Augen hätte. Und wie gesagt, mich stören auch nicht die kurzen Haare bei den Elben, obwohl man sich auch fragen muss, warum. Aber es gibt so Dinge, wenn ich wirklich an die Dialoge denke oder dass uns immer was erzählt wird, aber nicht gezeigt wird. Also uns wird immer aus zweiter Hand oder auch manchmal aus erster Hand was erzählt, wie schlimm das alles war, wie schrecklich die Schlacht war, wie viele gefallen sind, wie viele Verluste gemacht wurden. Ich dachte, hallo, zeigt es mir, dafür bin ich doch hier. Ich will das nicht, dass mir das irgendwer am Lagerfeuer erzählt. Ich will ja bei der Serie dabei sein. Das Problem, glaube ich, hierbei ist einfach, dass ja Amazon irgendwie nur die Rechte an den Anhängen zum Herrn der Ringe hat, nicht aufs erste Zeitalter zurückgreifen darf, dementsprechend da eben alles sehr vage irgendwie ist und ich das, ja, und trotzdem, ja, wahnsinnig viel Geld gezahlt hat, aber es soll ja nicht mein Problem am Ende sein. Gut, ich habe jetzt natürlich Prime abgeschlossen, aber ja, das eine hat ja nur bedingt was mit dem anderen zu tun. Aber es fühlt sich für mich überhaupt nicht nach Mittelerde an. Und jetzt bin ich vielleicht sehr tief in diesem Tolkien-Universum drin und kann das auch nicht ablegen. Ich habe aber es mit jemandem angeguckt, der gar nicht groß im Tolkien-Universum ist, außer die Herr der Ringe und Hobbit-Filme kennt, der mich auch oft fragend angeschaut hat, wer ist denn das und warum ist der da und was passiert hier und was wollen die? Und ich auch mit einer lieben Freundin gesprochen habe, die auch
mich ähnliche Fragen gestellt hat. Also auch die, die nicht so tief im Tolkienischen unterwegs sind. Es gibt natürlich auch positive Stimmen, gar keine Frage. Da versuche ich dann herauszufinden, was so positiv ist, weil ich das eben für mich einfach nicht greifen kann. Aber mich konnte es leider nicht so mitnehmen, muss ich ehrlich sagen. Also ich hoffe, ich gebe der Serie noch so 2-3 Folgen. Es hat ja auch zum Beispiel bei der Rad der Zeit ein bisschen länger gebraucht, bis man drin war. Aber alleine, dass so viele Dinge einfach nicht stimmen, nicht richtig sind, ohne groß zu spoilern, so eine Galadriel ist eigentlich lange verheiratet. Warum flirtet die mit dem zukünftigen Ehemann ihrer Tochter? Also das macht, sind so Dinge, die machen für mich überhaupt keinen Sinn. Und auch die Landkarte, die einfach nicht richtig ist. Und ja, aber wir atmen tief durch. Ich hatte auch überlegt, dazu ein extra Video zu machen. Aber ich dachte, da würde ich einfach nur meckern und irgendwie, das möchte ich der Serie nach 2 Folgen eigentlich, möchte ich das noch nicht. Also vielleicht, wenn dann die Staffel rum ist und es wirklich noch schlechter wurde, dass man dann mal aufzählt, was eigentlich alles irgendwie nicht gestimmt hat. Aber sich daran festzuhalten, dann wäre ich halt jemand, wie auch bei Büchern, dann breche ich das halt ab. Also ich muss diese Staffel ja auch nicht zu Ende gucken. Wenn mich die nächsten 2-3 Folgen nicht begeistern, dann ist das halt so. Dann ist das wie bei der Sex and the City Fortsetzung. So nach 2-3 Folgen habe ich auch gedacht, nee, ich habe keinen Bock mehr und habe dann auch nicht mehr weitergeschaut. Das ist einfach so Lebenszeit, wenn man die dann nur mit Meckern und Schimpfen und Unzufriedenheit bringt, dann ist mir das einfach zu schade. Aber gut. So, das zu den beiden Serien. Dann kurz zu Berlin. Ja, ich war am Wochenende in Berlin. Ich war nämlich auf einem Ärzte-Open-Air am Tempelhofer Feld und es war wirklich mega. Ich weiß, die Ärzte sind bestimmt nicht für jeden was, wobei sie ja immer sagt, sie ist die beste Band der Welt aus Berlin. Und dem möchte ich absolut zustimmen. Ich höre die gefühlt schon, keine Ahnung, fast 30 Jahre und habe die aber bisher noch nie live gesehen. Und ich hatte aber großen Spaß. Also es war Wahnsinn, was die für eine Show haben, was die für einen Humor mit reinbringen, wie der Schlagabtausch da ist, die Musiksongs. Also die waren perfekt gewählt für meinen Geschmack. Also 90%, das reicht gar nicht, der Songs konnte ich mitgrölen. Es war eine wahnsinnig tolle Stimmung auf diesem Tempelhofer Feld. Und auch wenn da 65.000 Menschen waren, und das ist für mich wirklich viel, weil die Stadt, in der ich wohne, die hat keine 50.000 Einwohner. Und die Vorstellung, dass diese ganze Stadt jetzt hier steht, plus noch irgendwie die Nebendörfer, war schon irre. Die Show war mega. Vorband war, eine der Vorbands war SDP. Auch die kenne ich dank meiner lieben Freundin schon ein kleines Weilchen, aber nicht so, wie ich jetzt hier noch andere Songs entdeckt habe und gefühlt jetzt die Playlist auch auf Dauerschleife läuft. Aber es war Wahnsinn, was die für eine Show gemacht haben, wie die auch einfach miteinander agieren. Und die Ärzte haben auch fast 3 Stunden gespielt mit einer kleinen Pause. Und wenn ich da andere Konzerte mir anschaue, die irgendwie nach einer Stunde 30, 40, maximal den 2 Stunden irgendwie rum sind, wo ich mir denke, dafür habe ich jetzt so viel Geld bezahlt. Also ja, aber es war richtig, richtig toll. Zudem haben sie ein sehr nachhaltiges Open-Air-Festival-Konzept vorgestellt. Also es gab nur veganes und vegetarisches Essen. Man hat auf Einwegplastik verzichtet. Man hat Ökostrom genutzt. Man verwendet irgendwie die Dinge aus den Toiletten sozusagen als Dünger. Also richtig spannend, was da auf die Beine gestellt wurde. Auch in Zusammenarbeit mit den Toten Hosen, die, glaube ich, eine Woche vorher waren. Die ich auch super gerne nochmal irgendwie gesehen hätte. Und wer mich jetzt fragen würde, bin ich mehr Hosen- oder Ärzte-Fan? Bei mir war das eigentlich immer so ein 50-50. Vielleicht tatsächlich die Toten Hosen so ein Müh mehr, weil ich die eben schon 3-mal live gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz hatte ich ein wahnsinnig schönes Wochenende. Ich war auch ein bisschen shoppen und habe auch, ich glaube, eine Duftkerze habe ich gekauft. Eine herbstliche, die jetzt aber da drüben steht, bei TK Maxx. Aber es war richtig schön. Und ich habe neben meiner Freundin auch Buchling Janine getroffen. Wir kennen uns ja gefühlt schon ewig, seit wir irgendwie BookTube machen. Als BookTube noch nicht mal einen Namen hatte und wir haben uns auch auf 1 oder 2 Leipziger Buchmessen getroffen. Es war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich auf einer Buchmesse war. Damals noch am Arena-Stand bei Gabriela Engelmann haben wir irgendwie einen Plausch gemacht. Das war richtig, also ja, faszinierend. Und irgendwie ist man immer in Kontakt geblieben und damals, als die Kingsianer in Berlin waren, hat es bei ihr leider nicht geklappt, dass wir uns sehen. Aber diesmal hat sie sich ein paar Stunden für mich genommen. Wir waren ein bisschen zusammen bummeln und shoppen und es war richtig schön. Also ja, es hat richtig Spaß gemacht. War ein tolles Wochenende, auch wenn die Heimfahrt mit einigen Staus besetzt war, muss man sagen, ja, es war okay. Aber man merkt dann auch manchmal, dass man irgendwie keine 18 mehr ist. Aber ja,
Heute viel geredet über die 2 Wochen. Ich hoffe, ihr hattet mit dieser XXL-Variante der Bücherwochen sozusagen auch ein bisschen Spaß. Das Event Literatur der Nacht packe ich euch unten in die Infobox. Schaut da gerne vorbei. Alle Bücher sind verlinkt, wenn ihr da Interesse habt. Lasst uns gerne auch ein bisschen über eure Bücher im August sprechen. Was war euer Highlight? Was war euer Flop? Welcher Reihenabschluss konnte euch zuletzt richtig, richtig begeistern? Würde ich mich sehr, sehr freuen über den Austausch mit euch. Natürlich auch, und wenn irgendwie möglich, entweder spoilerfrei oder mit Spoiler-Kennzeichnung, auch gerne über diese beiden Serien. Lasst uns da gerne quatschen. Ich bin auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ich werde dann am Samstag auch die 3. Folge von Ringe der Macht gesehen haben. Also lasst uns da gerne in den Austausch gehen. Würde ich mich sehr freuen, wie ihr die Serien so wahrgenommen habt. Und ja, jetzt quatsche ich gar nicht mehr lange rum. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.